einer kleinen Stadt, weit hinter den Bergen, da steht noch heute auf dem Marktplatz ein Brunnen, der Heinzelmännchenbrunnen. Der kann euch eine seltsame Geschichte erzählen. Es war einmal an einem schönen Sommerabend vor vielen, vielen Jahren. Da waren die beiden Kinder des Schusters, der Anton und die Käthe, oben in den Bergen beim Holzsammeln. Käthe, sieh mal unser Städtchen! Jetzt ist es nicht mehr weit bis nach Hause. Du, die Tore werden bald geschlossen. Aber wir kommen schon noch zurecht. Schwager, da habe ich noch ein Bündel für euch. Ja, gebt her. Hü! Na, Kinder, fleißig Holz gesammelt? Ja. Kannst du nicht hören? Wer bist du? No, bin ich Ladislaus Boleslav Tibitzki. Willst du wahrscheinlich in die Stadt schleichen, was? Sein Ehrlich! So einfach geht das nicht, bleib stehen! Lasst mich los! Du, was ist denn hier bin wieder ein ehrlicher Mensch! Was sagst du? Ein Gauner bist du, ein Lump! Habe ich dich nicht schon einmal beim Stehlen erwischt? Wenn ich dich noch einmal in unserer Stadt hier sehe, dann sperre ich dich ein. Hast du verstanden, du Lump, du Betrüger? Hinaus mit dir, dass ich dich nie wieder hier erblicke. Jetzt müssen wir aber nach Hause. Ja, ja. Was hat denn der Wagen geladen? Warum habt ihr ihn nicht angehalten? Herr Stadthauptmann, das ist doch der Müller. Er bringt das Mehl für den Bäcker. Mehl für den Bäcker? Aha. Höchste Zeit. Schließt die Tore. Thank you.
Gemüse heute. Wunderschöne Beraten. Ja. Reiß mal mehr, sag her. Ja, sofort, Meister. Ja, lass mich mal durch hier. Was ich weg. Guten Abend. Der Vater macht sich schon Sorgen. Das habe ich schon gedacht. Ja. Ja. Guten Abend, Vater. Kinder, ihr kommt ja so spät. Wir haben eine wunderschöne Blume gefunden, Vater. Sieh mal. Ja, wo habt ihr denn die her? Draußen im Wald haben wir sie gefunden. Oben im Moor. Wisst ihr denn, was das für eine Blume ist? Nein. Das ist die Blume der Heinzelmännchen. Heinzelmännchen? Sie blüht nur einmal in 100 Jahren. Und sobald sie aufblüht, kommen nachts die Heinzelmännchen zu den Menschen in die Häuser und backen und waschen und hobeln und machen alle Arbeit. Und die Leute brauchen nichts mehr zu tun? Ja, sag mal, Vater, dann brauche ich doch gar keine Schularbeiten mehr zu machen. Und die Mädchen müssen nichts mehr putzen und aufräumen. Nein. Herrlich! Vater, wie sehen denn die Heinzelmännchen eigentlich aus? Das weiß ich nicht. Die hat noch nie ein Mensch gesehen. Überhaupt niemand? Nein. Die Heinzelmännchen wollen bei ihrer Arbeit ganz allein sein. Und wenn ihnen doch einer zuschaut, was dann? Dann verschwinden die Heinzelmännchen und kommen nie wieder. Und wie lange bleiben sie da? Na ja, sie kommen um Mitternacht und wenn's Tag wird, verschwinden sie wieder. Und am nächsten Abend sind sie wieder da. Vater, kommen denn die Heinzelmännchen zu allen Leuten? Zu den Braven und zu den Bösen? Sie kommen zu jedem und helfen ihm. Dann kommen die Heinzelmännchen heute Nacht doch auch zu uns. Mhm. Na, aber sicher. Ihr zwei habt doch die Wunderblume gefunden. Ach, Vater, das wird schön, wenn du nicht mehr so viel zu arbeiten brauchst. Du kannst uns dann Geschichten erzählen und... Was steht denn hier alles vor? Die Schneiderin, schnell versteckt die Blume. Und dass mir keiner von euch beiden etwas von den Heinzelmännchen erzählt. Ihr wisst, die Schneiderin ist eine alte Klatschbase, die den Mund nicht halten kann. Und dann weiß es gleich wieder die ganze Stadt. Seid ihr da? Guten Abend, Meister Pech. Meister Pech, mein Schuh ist schon wieder ganz durchgelaufen. Kein Wunder, wenn ihr euch den ganzen Tag auf der Gasse rumtreibt. Oh, wie könnt ihr denn so etwas sagen? Nein, nein. Da ist nichts mehr zu machen. Da müsst ihr euch schon ein paar neue Schuhe machen. Aber ich kann mir doch keine neuen Schuhe machen lassen. Wir sind doch arme Leute. Ach, Meister Pech, bitte, bitte. Ja, da fällt mir ein, ihr schuldet mir ja sowieso noch Geld. Ich weiß, aber ich kann doch nicht barfuß auf dem harten Pflaster laufen. Ach, versucht es noch einmal, Meister Pech, macht mir neue Sohlen drauf. Feuer! Feuer! Oh, es brennt! Es brennt! Feuer! Es brennt! Es brennt! Es brennt! Feuer! Was geht hier vor? Weg da! Mach Platz! Lasst mich durch! Schneider! Schneider! Wo steckt ihr denn? Wo seid ihr denn? Meister Zwirn, wo seid ihr? Es brennt, Schneider, es brennt. Was ist los? Es brennt. Wo denn? Hier, bei euch, euer Haus brennt. Ah. Oh, oh, Feuer, bei mir brennt's. Feuer! Hilfe! Hilfe! Ich brenne! Wo ist denn das Feuer? Na da, da drüben! Herr Staatsmann, ich helfe euch. Seid ihr verletzt? Herr Staatsmann, es tut mir leid. Das ist alles nur die Schuld von meiner Frau. Sie wissen ja, ja, schon gut, ein Tuch. Jawohl, ja, sofort bitte. Ja. Oh, was ist denn das? Was ist denn los? Oh. Ach, ein Riss in meinem Rock. Sofort zusammenflicken. Wie beliebt? Zusammenflicken! Ja, aber das kann ich doch gar nicht. Also geht das oder geht das nicht? Ja, ich könnte schon, aber dann wird der Rock ja noch enger. Dann nehmt Maß für einen neuen Rock. Aber eines merkt euch, bezahlen werde ich euch keinen Pfennig dafür. Bitte wie? Keinen Pfennig! Wenn eure Frau das Essen nicht hätte anbrennen lassen, dann wäre ich überhaupt nicht zum Löschen hereingekommen und... Feuer! Wo brennt's denn? Feuer! Feurio!
Wo brennt's denn? Hier? Schon gut, Nacht. Oder hier unten. Es war gar kein Feuer. Das Essen war nur angebrannt. Ja. Geht an eure Arbeit. Pass doch auf. Vollpatsch. Hört ihr Leute und lasst euch sagen, die Glocke hat eben guten Abend geschlagen. Patschi! Guten Abend, Herr Nachtwächter. Zum Wohl, Herr Nachtwächter. Dankeschön. Wollt sicher eure Handschuhe abholen. Ja. Ihr müsst euch einmal 3 Tage ins Bett legen und richtig schwitzen, damit ihr euren Schnupfen loswerdet. Ja, und wer soll denn dann die Stunden ausrufen und die Stadt bewachen? Ihr müsst euch wärmer anziehen. Ja. Hier habt ihr eure Handschuhe und eure Mütze in das Ja. Gute Nacht, Herr Nachtwächter. Ja, gute Nacht. Meine Hellebachte. So. So. Oh, Vergebung. Na, Nachtwächter, was Neues? Nein, Herr Stadthauptmann, außer dem Brand beim Schneider. Ja, ich weiß, erinnert mich nicht daran. Nichts Verdächtiges beobachtet, kein Diebesgesindel. Aber Herr Stadthauptmann, solange ich die Stadt bewache. Na ja, trotzdem, man muss aufpassen wie ein Schieß. Eisen. Ach, oben. Hund! Hund, ja, Schießhund. Ich muss aufpassen wie ein Schießhund und die Stadt bewachen. Hört ihr Leid und lasst euch sagen, die Uhr hat eben 8 geschlagen. Löscht das Feuer und das Licht, damit kein Schaden bricht. So, das ist das letzte Brett. Hier, 5. 5. Und 6. 6. Und 7. 7. Und 8. 8. So, das wär's. So. Oh, das wär's für heute. Jetzt legen wir erst mal hin. So, Bruno. Du wiegst jetzt noch das Mehl aus, machst den Teig für die Brezeln, holst 10 Pfund Butter aus dem Keller, nimmst die Asche aus dem Ofen und streust Zucker über die Kuchen. Ich bringe die Brezeln in den Keller, lege die Butter in den Ofen und streue die Asche über den Kuchen und ich... Du Dummkopf! Na, ihr zwei, ihr schlaft ja noch immer nicht.
Sag mal, hast du überhaupt deine Schulaufgaben gemacht? Vater, du hast doch gesagt, niemand darf die Heinzelmännchen sehen, sonst gehen sie weg und kommen nicht wieder. Ja, das stimmt aber. Wenn aber nun doch jemand wach ist und wenn er dann die Heinzelmännchen sieht? Nein, nein, nach Mitternacht schlafen alle Leute in der Stadt. Und der Nachtwächter? Den hören die Heinzelmännchen doch schon von Weitem, der muss doch dauernd niesen. Übrigens, Vater, hast du nicht gesagt, dass die Heinzelmännchen heute Nacht alle Arbeiten machen? Ja, natürlich. Sie kommen zum Schneider, zum Bäcker, zum Metzger. Und zum Schuster natürlich auch. Mhm. Zu uns. Eben, drum. Da machen die Heinzelmännchen doch auch meine Rechenaufgaben. Ich hab sie nämlich noch nicht gemacht. Ja, das hab ich schon gemerkt, du Schlauberger. Na, wir werden ja sehen morgen früh. So, Kinder, jetzt schlaft schön. Es ist bald Mitternacht. Die Heinzelmännchen können jeden Augenblick kommen. Na, rumdrehen und nicht gemuckst. Das Feuer und das Licht, damit geht. Thank you.
kann ich nicht gebrauchen. Thank you.
Abgeschlossen zum Teufel. Ja, prächtig. So, jetzt nehme ich alle Schuhe mit. Genug. Auf ihn! Auf ihn! Das ist der Stefinski! Weg, raus!
Ich kleb am Pech! Auf ihn, halt ihn fest! Ah! Hey du, wer bist du? Bleib stehen! Bleib stehen! Ich bieß dich auf! So! Ich seh nichts mehr! Hey, steh auf! Den müssen wir noch erwischen! Ich kann nicht weg! Ich kleb ja im Pech! Hilf mir doch raus! Jetzt ist er weg! Wo ist er denn? Dort um die Ecke! Wo ist er? Wo steckt er, wenn ich den erwische? Oh. Dort muss er sein! Da ist er schon wieder! Los, komm, hinterher! Halt und ich schieße! Was ist denn nur mit dem Ding los? Ja, da! Da vorne, da ist er! Jetzt haben wir ihn! Komm herunter, du Sträuch! Sträuch, du! Runter! Komm sofort herunter, dass ich dich aufspieße, du! Thank you.
Kuchen umsonst. Ich will auch einen Kuchen. Lasst mich rein. Halt, Eva, Frau Schneiderin, halt. Nichts. Was ist denn los? Nein, erst kommt ihr mit zu eurem Mann. Ich will meine Uniform anprobieren. Ach ja, ja. Na, wie gefällt euch das? Oh. Das ist die schönste Torte, die ich je gesehen habe. Ja, die Heinzelmännchen sind eben wahre Künstler. Und richtige Glücksbringer. Wir werden alle reich. Ja, und dick und fett wie du. Du kommst alle her, kommst. Ja, ja. Oh ja. Ja, ja, ich brauche alle was. Warte. Ja. Käthe, sind meine Schuhe auch schon fertig? Natürlich, Meister Kringel. Ihre Stiefel sind auch dabei. Ich hole sie gleich rüber. Kann ich noch ein Stück Torte haben? Natürlich. Willst du auch noch eins, Anton? Komm, Anton, wir gehen jetzt zum Vater. Ja, danke. Vielen Dank. Nein, oh, bitte noch was. Ich habe noch nicht genug. Eine wunderbare Arbeit. Vater, der Bäcker hat uns Kuchen geschenkt. Ich möchte gerne seine Schuhe haben. Ja, die sind auch schon fertig. Hier, die Heinzelmännchen haben mich nicht vergessen. Und meine Strümpfe sind auch fertig gestrickt. Mein Gott, Vater, jetzt hat alle Not ein Ende. Du musst jetzt nicht mehr so viel arbeiten und verdienst eine Menge Geld. Und ich kaufe jetzt jeden Tag ein Stück Kuchen. Ich esse jetzt nur noch Kuchen und Torte. Der Herr Stadthauptmann sieht einfach wundervoll aus. Ja, prachtvoll, prachtvoll. Das ist eine wunderbare Uniform, das muss ich sagen. Quick. Sitzt ausgezeichnet. Bin sehr zufrieden. Wie belieben? Bin sehr zufrieden! Ja, die Heinzelmännchen, die können schneidern. Also, ich hätte es nicht besser machen können, Herr Stadthauptmann. So, den Gürtel bitte. Ja, so ein paar Heinzelmännchen könnte ich schon als Gesellen brauchen. Ja, das glaube ich. Das wäre gar nicht ohne. Wunderschön. Oh, danke für das Kompliment. Oh, sehr schön. Sehr schön. Und für den Rock bekommt ihr 100 Gulden. Ja. Nächste Woche. Ich empfehle mich. Es war uns eine Ehre. Wir müssen sofort neuen Stoff besorgen, damit die Heinzelmännchen heute Nacht wieder etwas zu tun haben. Nur wüsste, wie die Heinzelmännchen aussehen. Wie bitte? Wie die Heinzelmännchen aussehen. Du untersteh dich. Du wirst uns mit deiner Neugier noch ins Unglück stürzen. Nur weil du immer glaubst, du musst alles wissen und alles sehen, weil du so neugierig bist. Du wirst die Heinzelmännchen nicht sehen. Und wenn ich dich einsperren muss. Warum darf ich den Heinzelmännchen nicht bei der Arbeit zusehen? Wie oft soll ich dir noch sagen, dass dann die Heinzelmännchen verschwinden? Für immer. Geh auf den Boden und hol Stoff herunter.
Wo ist denn meine Brille? Habe ich denn die bloß wieder gelassen? Wo bleibst du denn so lange? Ich komm ja schon. So, das ist der letzte Ballen. Sonst ist nichts mehr da? Ach, das ist alles, was noch da ist. Vielleicht liegt hier im Korb noch Stoff. Da brauchst du gar nicht erst nachzusehen. Da sind nur alte Flicken und Lumpen drin. Dann muss ich gehen und neuen Stoff kaufen. Jetzt komm erst einmal her und hilf mir den Korb hier wegtragen, damit wir Platz kriegen für die neuen Stoffballen. Na, was ist denn? Pass doch auf! Schon wieder los hier. Pass doch du auf. So, jetzt kannst du in die Stadt gehen und Stoff kaufen. Hier. Thank you.
wer da? Ach, du bist es. Ist doch nicht zu glauben. Was suchst du denn hier draußen auf dem Flur? Ich wollte... Was wolltest du denn? Ich wollte... Du wolltest die Hänselmännchen belauschen, nicht wahr? Ich hab dir's doch verboten. Nein. So, jetzt sperre ich dich ein. In den Stall. Nein, ich will nicht. Doch, du kommst jetzt mit. Ich will nicht. Nein. Sei ruhig. Jeden Augenblick können wir Hänselmännchen kommen. Los, hinaus mit dir. Nein. Hinaus. Lass mich los. Lass mich los. Ich will nicht. So, hinein. Und hier bleibst du jetzt bis morgen früh. Ich verspreche dir, dass ich die Hänselmännchen nicht anschaue. Du kannst schreien, solange du willst. Lass ich lass dich nicht heraus. Lass mich raus. Lass mich raus. Warte, ich komme doch noch raus. Ich werde die Hänselmännchen schon noch sehen. Thank you.
Doch die netten kleinen Männlein an. Ich will raus!
sind sie alle fort. Und sie kommen nicht mehr zurück? Ja, die guten Zeiten sind vorbei. Jetzt muss jeder für sich selbst arbeiten. Ich glaube nicht, dass die Heinzelmännchen noch einmal wiederkommen. Böse Neugierde hat sie vertrieben. Aber eines haben wir durch die Heinzelmännchen gelernt, dass man sich nicht allzu sehr auf andere verlassen soll. Selber muss man fleißig sein. Und so rauscht es auch aus den klaren Wassern des Brunnens der Heinzelmännchen.